Wenn man sich dann überlegt, wie teuer Havocs sind. Gut. Das teuerste sind Champions, so gesehen. Selbst die Veteranen der Orks sind günstiger als Assassinen der Dunkelelfen und sind trotzdem stärker. Ist aber wahrscheinlich auch leider dadurch geschuldet, dass die ja, Spezialfähigkeit der Assassinen, die Forschungsfähigkeit, im Vergleich zu denen der Orks abstinkt. Also ja, der Assassine kann man skillen, dass sie einen Gegner, der nur noch 24, der glaube ich 20% Lebenspunkte hat, aber dasselbe Level haben muss wie die Assassine oder drunter sein muss, was fast nie der Fall ist, töten kann. Also instant töten kann. Wenn man sich's überlegt, die Gegner hier sind 25. Was ist passiert? Unsere Trolle sind 23. Unsere Dunkelelfen wären 24. Die wären immer noch unter den Gegnerlevel. Das heißt, das ist fast nicht erreichbar, Einheiten zu haben, die über dem Level der Gegner sind. Weil das Spiel einfach nicht so designt ist. Sag bloß, da liegt noch was in dem Karren. Gucken wir mal. Oder sind das zwei Karren? Wenn das zwei Karren sind, ich glaube, da liegen Steine drin. Ne? Wenn da Steine drin liegen, wäre das auch gar nicht mal so schlecht. Ja, gefüllt mit Steinen. Die Steine vom Karren nehmen. Da waren noch ordentlich Steine drin. Das heißt, meine Fernkampftruppe, also die Steine für meine Fernkampftruppe, die stehen. Es fehlt mir nur noch die Hälfte der Nahrung. Und ja, dann können wir wirklich einen Angriff wagen. Also versteht mich nicht falsch. Dunkelelfen haben auch ihre Daseinsberechtigung. Sie haben nette Einheiten, gerade die magischen Einheiten. Nekromanten, die man nicht tot kriegt, weil sie immer um Mitternacht wieder aufstehen. Und Hexenmeister, die sich in Spinnen verwandeln nach ihrem Tod und verdammt viel Schaden raushauen. Genauso die Havocs, die einfach Geister beschwören, bis es keinen Morgen mehr gibt. Aber halt die Preise der Einheiten machen Dunkelelfen verdammt schwierig. Was wollen die? Wo ist meine Keule? Was ist? Gut. Und ja, Trolltitan. Ich könnte einen holen. So ist es nicht. Ich könnte sogar sehr gut gerade einen holen. Verschieben wir mal unsere Holzproduktion ein bisschen. Dorthin? Was?
Ja gut, hier wäre auch noch Holz zum Abbauen. Aha. Gerade deswegen wäre es wahrscheinlich vernünftig, den neuen Holzfäller hier hinzusetzen und nicht hier drüben. Arbeit. Ich weiß nicht, warum der Leichensammler immer wieder mal einen Arbeiter verliert. Okay, ich könnte hier noch einen Holzfäller errichten, theoretisch. Wenn die mal keine Bäume mehr in ihrem Umfeld haben. Ach, wisst ihr was? Holen wir uns mal einen Titan. Verbesserung fertig. Das letzte Mal habe ich es nämlich, glaube ich, nicht gemacht. Dieses Mal machen wir es, weil wir können es uns gut leisten. Hat uns jetzt zwar 200 Nahrung zurückgeworfen und sehr viel Holz gekostet, aber wie gesagt, wir haben hier noch genug Holz zum Abbauen. Und sobald der Baum gefällt ist, können wir den Holzfäller hier ja auch abreißen. Oh, nächster Angriff. Wo ist meine Keule? Was ist passiert? Ja, die Höhlen haben zum Glück scheinbar feste Spawns, die nicht mehr werden. Also nicht, sich nicht ändern. Was ist? Also dadurch, dass wir die anderen zumachen, kommen aus den zwei Höhlen nicht mehr Gegner raus. Ja, das ist wirklich das Vernünftigste, was man sich aussuchen kann in dem Fall. Einfach zu sagen, macht mir bitte die Höhlen zu. Wie gesagt, wir warten jetzt gerade auf Nahrung. Steine haben wir wieder genug für insgesamt 10 Leute. Was denn auch gut? Was? Wie? Von mir aus? Ach, na schön. So, Urias, du kommst auch mal her. Der Eisen kommt auch wieder gut rein. Ja. Und da ist unser hässlicher. Weg da. Weg da. Also man muss es ja leider sagen, der schönste Titan ist er nicht gerade. So haarig und voller Geschwüre. Auf meinem Befehl. Schnell! Oh, Was? das wollte ich jetzt nicht. Aus Versehen die Arbeiter abziehen. Alles gut, sie sind wieder.
an der Arbeit. Der Baum lebt noch, okay. Oh, bald haben wir die Nahrung. Gut, dann können wir nämlich in der nächsten Aufnahmesession dann ziemlich schnell zum Angriff übergehen. Bei der Aufnahmesession wird das nichts mehr, leider. So. Dann brauchen wir 5 Werfer, 5 Schleuderer. Einfach weil ich sowohl Feuer als auch Eis schaden möchte. Oh, da kommen sie wieder. Sind sie nicht niedlich? Die sollen weggehen! Wo kommen die her? So. Dann wäre unsere Armee soweit bereit. Was Gutes. Also wenn die Einheiten ausgebildet sind. Was denn? Haben wir eine ziemlich ausgeglichene Armee so gesehen. Also 30 Nahkämpfer, 29 Fernkämpfer. Wobei bei den Trollen wie bei jedem anderen leider auch die Fernkämpfer stark, verdammt stark sind. Also ich meine Scharfschützen, Windschützinnen, Wanderinnen, Werfer und Schleuderer von den Trollen. Verteidiger von den Zwergen. Ja. Gut, warten wir noch, bis die Armee vollständig ist. Darf ich töten? Was denn? Ja, okay, da fehlen noch welche. So, damit sollten wir alle haben. Gut, den Angriff noch abwarten.
Die sollen weggehen! So, Manabrecher weg. Genug Leichen für noch mehr Nahrung. Da würde ich sagen, speichern wir hier mal. Let's Play Schatten. Überschreiben. Und dann machen wir einen Cut. Aber am besten speichern wir hier, dass wir auch hier wieder rauskommen gleich und nicht irgendwo in der Pampa. So, also machen wir einen Cut. Bis gleich.